Müttersee. Wir haben es 6 Uhr und ich bin schon ungefähr eine Stunde unterwegs. Ich treffe mich unterwegs mit Kultins und einigen Freunden, die sich der Truppe angeschlossen haben. Wir sind auch zusammen im Hotel, also da werdet ihr dann nachher auf jeden Fall auch noch einiges sehen von den Leuten und auch von den Autos. Ja, und ansonsten, nee, ich muss den erstmal hier holen, ja. Ja, geht zu langsam. Ja, noch 560 Kilometer, der SL, Huckepack und Motorrad im Transporter, wie so üblich. Also jedes Jahr nehme ich ja auch ein Motorrad mit, mindestens eins. Und so ist es auch dieses Mal. Ja. Ich versuche euch diese Woche, die wir am Wörthersee sind, mitzunehmen. Das soll so ein kleines Tagebuch werden oder so. Ja, doch so eine Art Tagebuch. Und gucken wir mal. Die Wetterprognosen sind jetzt erstmal nicht so prall, vor allem für ein 60, 70 Jahre altes Cabrio. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hoffe auch sehr, dass das Auto nicht krass unter dieser Tour leidet, weil ansonsten war dann das auch das letzte Mal. Also wenn halt sowas ist mit Regen, dann muss halt der Stecker gezogen werden und die Sonne steht rein. Das ist dann auch ganz normal, weil das muss einfach nicht sein. Ist aber jetzt erstmal egal, also wir gucken, normalerweise sollte alles funktionieren. Also ich fahre jetzt mal noch fleißig, nehme ich immer mit und dann halte ich euch auf den Laufenden. So, wir sind jetzt bei WCP. Haben Justus seinen Porsche abgeholt, der übrigens sehr, sehr gut aussieht. Den seht ihr auch gleich. Und ansonsten bauen die hier sehr feine Sachen. Ich habe gerade schon gehört, ob sie mit 911 wiederkommen, aber ist nicht so. Also, sehr schöne Sachen hier. Gleich auch die erste Hiobsbotschaft. Der Max hat sich in der Werkstatt ausgesperrt. Grüße an Max. Also der hat natürlich wieder, da ist der Kacke jetzt schön am Dampfen. Bin ich einmal nicht da und dann gleich so eine Scheiße. Tja, und ansonsten sind alle lustig drauf und wir fahren jetzt weiter an See. Wir sind gelandet nach, keine Ahnung, ja doch, 12 Stunden. 12 Stunden haben wir gebraucht und jetzt müssen wir nur noch abladen und Auto waschen und dann einchecken. Also ein Ende ist in Sicht und dann auf jeden Fall auf Räubertour gehen und da nehme ich euch dann auch noch mit. Wir sind jetzt fast fertig, also jeder hat sein Auto geputzt. Und hier werden noch absolut brachiale Räder draufgezogen, die eingetragen sind. Nee, auf einem Golf. Mercedes glänzt auch wieder. Wir haben es jetzt um 7. Und ja, dann werden wir gleich mal was essen gehen, die Straßen unsicher machen. Und ich nehme euch dann auf jeden Fall mal mit. Und morgen nehme ich euch auch mit. Wir hoffen, dass das Wetter hält. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also Regen ist angesagt, zwar heute aber auch schon. Also da hatten wir schon Glück. Ja, und dann habt ihr ja schon die Autos gesehen. Also auf jeden Fall die von uns. Und dann fahren wir jetzt die Hotspots ab. Gucken, was da noch los ist. Natürlich wird es dann dunkel sein. Also allzu viel Schnappschüsse kann ich heute nicht mehr machen. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und da muss ich, glaube ich, auch nicht immer erzählen. So. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind jetzt unterwegs. Das ist die Frau Antje aus Holland, bringt Käse. So, und wir machen jetzt tatsächlich 5 Stunden später, nachdem alle ihre Autos geputzt haben, in See unsicher, aber ich glaube, wir fahren einfach nur essen. Also wir haben es jetzt um 8. Es wird dann auch gleich dunkel, also gucken wir mal. Gibt es jetzt erstmal eine Reise um See, wahrscheinlich 300 Meter in der nächsten Pizzeria. Alle mit ihren Autos. Überall sind noch jemand drin. Oh, ihren Golf. Ein Kultins Golf. Ein Horror.
erste Tag ist vorüber und Zeit fürs Bett. Was auf jeden Fall immer wieder richtig geil ist, wenn du durch Felden fährst, wenn du ganz normal am Wörthersee lang fährst, dir die ganzen Autos entgegenballern und teilweise ist das schon jenseits von Gut und Böse. Und dann zum Beispiel am Casino alle Leute rumstehen in der Stadt, die ganzen richtig geilen Autos stehen und dann natürlich so dezent beleuchtet. Ihr habt es gesehen, wie wir durch Felden fahren an der Milchkönig. Geil. Das ist einmalig. Also das in diesem Flair richtig fett. Also wirklich, das macht richtig Laune. Ist natürlich schade, dass der Benz in dem Sinne nicht so krass einschlägt, weil er halt nicht tief ist. Wir warten jetzt mal noch ab. Morgen machen wir noch ein cooles Shooting. Da nehme ich euch auch mit. Da war ich schon mal mit in Robin von Strahlwerk Deluxe. Das wird richtig sexy. Ja, aber jetzt ist Fenster aus und zwar Nachti. Ich mache noch ein bisschen PC-Arbeit, aber heute in Schick, Tag 2. Wir machen jetzt ein Shooting mit dem Justus, also mit seinem 912 und mit Deepcult und mit so. Ach, der Fisch. Guck mal. Hallo. Hallo. Übrigens, seine Speicherkarte. Hier, rettet uns. Oh, da ist aber jemand Schnickel gemacht. War Aufforderung. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Kurzschach. Und da gibt es eine super schöne Location. Oh, das werdet ihr dann gleich sehen. Wir sind gelandet und es ist traumhaft schön. Und für euch gibt es jetzt eine fette, fette Runde Brunnen. Traumhaft schön, wirklich traumhaft schön. Wir haben Leaning Sound, Glück mit dem Wetter. Nee, es ist wirklich super schön. Es wurde ja Regen gemeldet, aber wir haben so viel Glück. Also noch, ja, ich denke, das werden wir nicht halten können, aber es ist mega geil. Es ist immer noch Freitag, wir sind gerade in Klagenfurt. Morgen steht dann eine Car Night an. Gucken wir mal, wie da das Wetter ist, zumindest bis dahin. Und heute Abend grillen wir noch eine Runde. Ja. Car Night wird dann auch der Abschluss auf jeden Fall vom ersten Tagebucheintrag werden. Und dann kommt der Rest. Guck mal hier. Und da kommt das Frauchen hinterher. Der Mann zieht vorne weg. So, Rost brennt. Tag 2 ist vorbei. War sehr, sehr geil. Ich habe Sonnenbrand. Fett auf der Stirn. Also mein Kopf, der glüht. Aber wie ihr gesehen habt, sind es mega Aufnahmen geworden. Und morgen gibt es dann noch der Carnet um die Ohren. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen. Dann geht's weiter. Tag 3 vom Tagebuch. Jetzt ist Carnet angekommen, haben aufgebaut. Und im Endeffekt gibt es jetzt für euch einfach nur einen kurzen Porn. Dann denke ich, ist der Tag schon rum für uns. Und das nächste Video sollte dann eigentlich der Rest vom Wörthersee werden. Perfekt! Ich muss
muss aufhören mit Filmen und diesmal muss ich euch das so in die Kamera sagen. Vielleicht bin ich auch unscharf. Absolut krass. Und es ist noch lange nicht vorbei. Die fahren hier alle rein. Das ist wirklich eine Euphorie, die in mir ausgelöst wird. Mega geiles Event. Richtig geil. Also großes Lob an XS Car Night, XS Mac, Kruma, Rad 48, Camber, Felgentilt, Felgenoutlet, ach wie sie alle heißen. Fett und dann natürlich auch an alle Besucher und an alle Autoschrauber da draußen.